Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Kingdom of Loot. Ja, Kingdom of Loot, ich sage immer Kingdoms of Loot, aber es ist Kingdom of Loot und neben mir steht die Jorle. Ja, ist alle gleich. Ja, ist alle gleich. Wir sind alle Jorle, wir sind Jorle. Na, das ist lange her, alte Sockel. Das stimmt, ja. Na, du. Wir haben mal wieder ein, oder ich habe ein Spiel entdeckt, zugegebenermaßen auf dem Neurelease der GameStar. Dort sind immer News, auf die man sieht, was als neues, als nächstes rauskommt. Die haben auch ganz viel Indie-Games dabei und hier ist Kingdom of Loot mit dabei. Mhm. Ein Spiel, was am... Wann ist das rausgekommen? Vor zwei Tagen, 15. Glaube ich. Bin mir unsicher. Also irgendwie jetzt ist es auf Steam auf jeden Fall erhältlich. Kostet derzeit noch im Sale bis zum 21. April 6,74 €, ansonsten 8,99 €. Also ein kleiner Titel. Ein kleiner Indie-Titel, der sich selber nennt, eine Mischung aus Secret of Mana und Diablo. Ich mag ja Secret of Mana. Ich auch. Diese alten Nintendo-Spiele, I love it. Schön, gell? Ja, irgendwie schon. Secret of Evermore gab es da noch und Gandia und naja. Ja, Secret of Evermore, toll. Und Lufia noch. Oh, Lufia. Genau. Aber ist noch in einem frühen Stadium, ne? Genau, ist sehr Early Access noch und es ist auch sehr early teilweise. Ja. Wir spielen hier im Fenstermodus. Also das Spiel hat irgendwie eine Auflösung von, was wird das sein? 1024? Das ist auf jeden Fall eine 16:9 Auflösung, aber das kein 1080p. Nee. Man kann Vollbild schalten, aber das sieht dann auch eher schwierig aus. Wird mit Maus und Tastatur gesteuert, kann auch mit Controller gesteuert werden, da geht aber alles nicht so gut. Egal, Early Access, ne? Und bei 6,74 € ist für mich ein No-Brainer, gerade wenn man Secret of Mana mag. Ja. Mochte. Es ist ein ziemlich grindiges Spiel. Also wir werden ziemlich viel grinden und killen. Und wir haben eine offene Welt und es ist ein MMO. Also wir sind jetzt hier nicht alleine. Hier laufen hier die ganze Zeit Leute an uns vorbei. Und genau, wir gehen mal nach links, oder? Dann können wir mal. Ja, ich dachte, ich würde. Also hier an diesem Brunnen fängt man an, ne? Genau. Dann hat man hier diese kleinere Stadt mit so ein paar Händlern und hier stehen sie schon überall. Und hier hinten gibt es die MMO-typische Du hast deine eigene Kiste, genau. Genau. Es ist eigentlich ganz, also sehr hübsch gemacht. Hier gibt es mehr so Waffen bei dem Händler. Wenn man den hier anklickt, dann gibt er oben so einen Loading-Balken hoch. Mhm. Und dann kann man hier mal verkaufen und man sieht halt auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände. Erfahrungsgemäß ist es so, man kriegt eigentlich auch ganz gut so Waffen. Wobei, ich hatte für meine Klasse mal hier ein Schwert gekauft am Anfang, weil ich nichts Besseres gefunden habe. Und die junge Dame hat hier Tränke, die übrigens hier oben in der Leiste sind. Wenn man mit der Maus an den oberen Bildschirmrand fährt, dann gibt es hier F1 bis F8, das sind so Quickslots und da hat man standardmäßig 10 Tränke. Genau, und da gibt es einen Teddybären bei ihr. Genau. Bei ihr gibt es einen Teddybären, den kann man ja mal anklicken, da steht nämlich auch was drüber. Genau, den ominösen Teddybären. Bound a character, drop it someone to forge your friendships. Also, ich soll den jemand anbieten oder geben. 100 Gold kostet der. Damit ich... oh, warte mal. Ich habe 100 Gold. Warte kurz. Du hast 100 Gold? Ich habe mein Startgold. Jetzt habe ich zwar nichts mehr, aber das ist mir egal, weil ich habe den Teddybär. Und jetzt gehe ich in mein Inventar. Ich habe 100 Startgold. Ich habe gar nichts. Ist das grüne das Gold oder das daneben? Nee. Im Inventar sieht man das leider nur. Das oben die Anzeige ist irgendwie komisch. Du hast auch 100 Gold haben. Gehe ich fest davon aus. Ja, habe ich. So, jetzt droppe ich den auf dich. Ich hoffe... You offer Jorle your friendship. Ah. Oh. Friendship invitation, Hirnstutz. No, genau. Okay. No. Okay. Nimm dich mal jetzt an. Müsste man hier irgendwo, gibt es auch ein Menü mit Freunde? Keine Ahnung. Also wir sind hier schon in der Gruppe, ne? Das seht ihr hier links. Also hier, Friends. Runter. Hier, unsere Party heißt übrigens Schnuffelhausen. Ja. Wir sind an der Party und wenn man auf dieses Sprechblasensymbol auf der rechten Seite geht mit den drei Punkten, hat man oben auf Friends und dann sieht man, Jorle ist unser Freund. Oder mein Freund, meine Freundin. Ja. Eine kleine Bogenschützin und ich bin ein kleiner Schurke. Hier gibt es so ein paar Klassen, die ihr am Anfang auswählen könnt. Da gibt es so einiges, ne? Auch so ein paar Mage-Klassen. Mhm. Später schalten wird man, glaube ich, auch noch mehrere frei, so wie ich das gesehen habe, oder? Es kommen noch welche hinzu. Also es gibt derzeit, glaube ich, 6 Klassen oder so, ganz grob. Fire Mage, so das typische Ritter und Barbar, nenne ich es mal. Ja, genau. Und es kommen ganz viele noch dazu. Das sieht man im Startbildschirm. Haben wir euch jetzt nicht gezeigt, weil das Intro ist eigentlich mehr oder minder langweilig. Ja. Jetzt gehen raus und töten. Da habt ihr jetzt nichts verpasst. Wow. Nee. Achso, und man kann noch Punkte verteilen, ne? Habe ich gesehen. Ach stimmt, haben wir noch nicht gemacht. Standardmäßig hat man hier Punkte. Wenn man übrigens auf Automatik drückt, was ich ganz angenehm finde, dann gibt er die wirklich dorthin, die für deine Klasse ausschlaggebend sind. Okay.
So, bei was mir hat er zum Beispiel Auto Attribute Config found. Oh. Bei mir geht das nicht. Okay. Aber ich weiß ja nicht für den Bogenschützen. Also bei mir ist es zum Beispiel Vitalität und Dexterity, also Beweglichkeit. Mhm. Ich denke mal, bei mir wird das ähnlich sein. Ich nehme mal ich denke auch, ein bisschen was. Also Stärke kann ich mir nicht. Also Stärke erhöht den Schaden. Ja, dann machen wir da auch noch ein paar Punkte rein. Aber es steht bei mir required to equip strong armor. Also die Stärke brauche ich. Ja. Also bei mir ist der Schaden, wenn man mit der Maus drüber hovert über diesen Werten, dann sieht man, dass der Schaden besser ist. Was ich übrigens ganz interessant finde, vielen Dank an hier Epic Beyond Studios, die haben uns nämlich die Keys zur Verfügung gestellt. Das Ganze ist ein deutsches Entwicklerstudio. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und somit könnte es ja sein, dass es vielleicht sogar irgendwann nochmal in Deutsch rauskommt, das weiß ich nicht. Wobei man sagen muss... Ich bin rausgegangen. Ja, ich komme. Wo muss ich hin? Ich kenne das nicht. Erzähl ich mir zeige, mal. Ich erkläre. Erklär mir die Welt. Jetzt. Ich erkläre die Welt. So. Ja, es gibt einmal die große Welt. Man hat hier, wenn man rechts, kann man sogar diese Karte ausklappen. Also auf der rechten Seite ist zwischen dem Papyrus mit dem Federkiel und dem Sprechblase ist so ein... Ah, was ja, ist das? Sieh's. Ne? Welt, sag ich mal. Da decken wir nach und nach, wenn wir nach rechts gehen, decken wir diese Welt auf. Und wir sehen auch diese roten Punkte, die sich hier so langsam aufdecken. Das sind Eingänge zu Instanzen, in denen wir töten können. Diese drei, wo diese drei Bäume hier sind. So, man sieht ja hier diese... Ja, wenn man ein bisschen nach oben geht, sieht man hier drei mögliche. Da können wir uns eigentlich einen ausruhen. Ich komme mal hinterher. Und dann gibt es noch Instanzen. Und allerdings müssen wir hier erstmal... Warte, du bist da reingegangen. Oh, ja. Ich bin rausgegangen. Jetzt bin ich wieder reingegangen. Okay, ich komme mal rein. Jetzt. Komm rein. Oh, jetzt bin ich wieder rausgegangen. Man muss ein bisschen auf der Map gucken, wo der... Ja, ich wollte gerade sagen, man weiß nicht, wohin. Ja, in dem Fall nach links, wenn man rein ist. Ja. Oh, ich werde angegriffen. Ich muss leider schon töten, weil ich werde sonst getötet. Ja, ich rette dich. Wie mache ich das? Hier hast du einen Pfeil. Einfach klicken. Boah, die will gar nicht sterben hier. Ja, die ist Level 2, die ist eigentlich ein bisschen hoch. Wir können auch ein bisschen Abstand nehmen. Und da haben wir den ersten. Ich muss mal dran. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen... Wir müssen mal gucken, ob wir das hinkriegen. Nee, das nicht. Nicht anschließen. Da kommen ganz viele Wespen raus und die sind echt gemein. Das kannst du übrigens einsammeln, den... Genau. Loot wird übrigens nicht geteilt. Also wir können mit handeln. Ah, hier ist so eine Pflanze. Oh, Level 2 ist echt zu stark. Lass uns mal ein Stück runtergehen. Wir müssen uns erstmal kleinere Gegner finden. Ja, die Pflanzen sind nicht so gut. Und hier das typische... Nein! Oh Gott. Okay. Sehr gut. Und beide was passiert senkt. Dann? Ah. Warte. Jetzt. Nein. Oh. Nein. Oh. Nein. Fängt ja gut an. Ja. Kein Problem. Okay, ich fall nochmal rein. Okay, warte. Wieder. Ich hab's. Oh? Nee, das geht gar nicht. Du kannst von der Seite nicht. Das funktioniert nicht. Komm, wir müssen woanders hin. Geht's da runter? Geht's, ja, hier geht's doch. Wo ist meine Map hin? Meine Map ist weg. Le Möp. Oh, ich werde irgendwie angeschossen. Die blöde Kackpflanze. Kann die spucken? Oh, so, ja, die kann spucken. Komm, die machen wir jetzt platt. Geh mal. Halt die sich, sag mal. Boah, ich mach keinen Schaden. Wir machen beide keinen Schaden. Also wir haben beide jetzt eine Klasse. Level 2 ist aber auch, wenn man am Anfang ist. Ist es fies. Komm, die ist doch fast down jetzt hier. Schaffst du? Die heilt sich, oder was? Ja, ich glaube, die heilt sich. Also Level 2 ist auch zu hoch für den Anfang. Das Spiel ist wirklich... Jetzt haben wir es. Oh, wir haben eine Trophy. New Trophy unlocked war bei mir gerade. Oh Gott. Hast du es gerade auch geschafft? So. Level 1, sehr gut. Die sind gut. Ja. Level up. So, da können wir direkt mal die Punkte verteilen. Ja, das ist eine gute Idee. Mach wieder auf Auto. Manchmal hakelt es bei mir so. Ist es bei dir auch so? Oder ist das einfach vom Lag? Oder ist das serverbedingt? Bei mir hat es nicht gehakelt. Also zumindest nicht bewusst. Oh, es gibt nur 10 Punkte. Beobachte einfach mal, ob es, wenn nicht, müssen wir... Ja, das wird sich ist auch Level 2, aber guck mal, die gehen schnell kaputt. Was ist mit dieser? Was ist mit der Biene da? Die sind auch fies, die gehen langsamer kaputt. Die Bienen. Oh, warte. Denk dran, dass du mehr Fernkämpfer bist. Ja, aber ich krieg die nicht so richtig angeklickt, ne? So, pam. Du greifst dir natürlich die ganze Zeit. Wir sind gut ab. Toll. Da
ist noch eine Münze. Schnell. Oh, Level 3. Die sind ja 3. Warte mal kurz. Ja, aber die kriegen wir doch, guck mal, die kriegen wir doch down. Ja, schon. Nur... Ja. Honor ab. Weil Honor gegen Feinde gekämpft. Die gehen aber die Level 3, Igel oder was das hier ist. Die gehen ganz gut. Hier ist Level 2. Okay. Lass mir da auch mal was übrig. Ist ja unfassbar. Oh, nein, nicht reinrennen. Level up. Wieder. Oh, das ging aber schnell. Also zu zweit leveln wir wirklich gut. Ich kann nur sagen, wenn man das Spiel alleine spielt, da ist ein Ring gewesen. Ja, hast du den eingesammelt oder ich? Das weiß ich nicht. Jetzt geben wir erstmal wieder Punkte. Du hast den. Ja. Vitalität und Willpower. Also Vitalität ist was für mich, aber Willpower ist eigentlich was für ein Mage. Ja, habe ich jetzt auch nicht geskillt. Vitalität, Dexterity, bisschen Ausdauer. Level Requirement geht nicht. Ach, Hero Level 4, okay. Und das ist Level 5, okay, nee. Und Gratulation. Also ich kann sagen, dass die Klassen sich ziemlich unterscheiden. Ich hatte einen Ritter am Anfang und der Ritter war ziemlich stark. Also im Schaden sehr schwach, im Leben, also ein typischer Tank, kann man so sagen. Und da war das mit dem Kämpfen ganz schön schwierig. Gerade so Level 2 hast du eigentlich kaum Chancen gehabt alleine. Ja, siehst du mal, wie toll wir sind. Ja, wir sind gut. Also Schaden. Wir wärmen hier einfach alles weg. Guck mal, ich werfe schon 2 Pfeile, siehst du das? Aua. Wie? Oh. Kannst du 2 Pfeile auf 2-mal? Also, anscheinend, auf... warte mal. Ich will die mal. Schieß töten. Mal auf die Pflanze. Oh, ich muss schnell. Was? Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Ich brauche Pfeile. Du brauchst echt Pfeile? Okay, wir müssen zurück. Ich brauche wirklich Pfeile. Dann. Hilfe! Wir müssen zu diesem Brunnen. Du hast doch gesagt, der Brunnen Munition? Heimlich, ne? Mhm. Ach du Scheiße. Anscheinend schon. Ich sehe meine Map nicht. Irgendwie die Map ausgeblendet. Weißt du, wo es lang geht? Ja. Gut, dann schnell hier weiter. Das ist ja übel, dass du Munition brauchst. Oh. Jetzt habe ich 0. Ich bin tot. Oh nein. Ich bin. Ah nee, jetzt bin ich wieder voll. Das ist ja nett. Dann brauche ich auch keinen. Nein! Oh. Oh nein! Ich glaube, wir können hier nicht zurück, kann das sein? Genauso wie wir hier nicht reinkamen. Lass es mal ausprobieren. Oh nein, er verfliegst. Du. Ist das was nur der mittlere? Warte mal, was sagt denn die Map? Warte mal, ist nur der mittlere Teil, der weggeht? Nee. Oh, nein, komm, wir gehen oben rum. Wir müssen auch andersrum. Hier ist schon eine tote Pflanze. Was ist ja übel. War ich nicht. Oh. Hier ist noch was. Hier geht's rüber. Hier. Was liegt denn hier? Ein Goldcoin? Wieso können wir den nicht aufsammeln? Weil die jemand anders getötet hat. Und wenn der seinen Loot nicht... Ne, mal warten, Mann. Verstehe. Ja, so kommen wir halt zurück. Ne? Ich bin nicht rübergekommen. Ich weiß auch nicht, warum. Hab gedrückt. Aber man sieht schon, dass es einen gewissen Weg gibt, den man gehen muss. Weiter. Lauf. Oh, sehr gut. Und dann war es oben rum, oder? Meine ich. Meinst du? Weiß ich nicht. Oh, hier, den nehmen wir ja, hier mit. Geht's raus. Hier geht's raus. Ich habe ja gar keine Pfeile mehr. Okay, wir besorgen dir Pfeile. Ich wusste nicht, dass du Munition brauchst. Das ist natürlich. Ja, ich auch nicht. Kannst du mir denn so Sachen auch geben? Weil du hast jetzt, glaube ich, das ganze Geld eingesammelt. Ja, klar. Wir machen, nehmen wir bei einer links hier, genau. Klar, kann man. Also ich das kann dir Geld kann ich dir, glaube ich, nicht geben, aber ich kann Items kaufen, die ich wiederum droppe, beziehungsweise mit dir handle. Miau. Ich bin schneller. So, kurz mal heilen, nee, muss ich nicht, ich bin voll. So, wo gibt's denn Sachen hier? Hier gibt's Pfeile. Wo bist du? Ich habe aber nur 90 Gold. Ganz links, der Händler. Ah, okay. Ich kaufe dir jetzt einfach mal, was kostet so ein Ding? 1 Gold. Explosive Arrowhead. Wow. Ich kaufe dir jetzt 90. Oh Gott, wo kann man das denn unten mit Plus denn? Okay. Sag mal, hast du deine 100 Gold von du müsst doch 100 Gold von dem Teddybär noch haben. Ja, hab ich noch. Ich hab mir jetzt 180 Pfeile gekauft. Würde reichen, oder? Ich hab noch 90. Die würde ich dir jetzt... Wir handeln jetzt mal. Pass mal auf, wir kommen hier in die Seite. Du gehst ins Inventar. Dann nimmst du das, was du handeln willst, per Drag and Drop auf den, mit dem du handeln willst. Dann müsste eine Anfrage kommen fürs Handeln. Dann mach mal. Hab ich schon. Echt? Achso, how many you want to trade? 90, nee, ich hab nur jetzt. Jetzt offer ich, Noch kam nichts an. Links unten, kein Symbol? Da unten. Genau. Okay. Und jetzt muss man irgendwie, glaube ich, Schloss drücken und dann einen grünen Haken. Ich kann nicht checken. Achso. Jetzt, ja. Genau. Ja, okay. Dankeschön, dann haben wir jetzt 270. Genau. 270 Pfeile, das wird doch gehen. Müsste... Also, probier's mal. Wie viele Tränke habe ich noch? 6 Stück, ich habe aber kein Geld. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen grinden. Ich habe 10 Tränke. Ja, das
Musst du keinen nehmen? Ich musste bisher keinen nehmen. Wie viel Leben wird denn bei dir links oben angezeigt? Ich habe 49. Ich habe 70. Okay, dann liegt es einfach daran, dass ich im Nahkampf bin. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ich bin ja auch gut in der Ferne. Pium, pium. Ich schieße immer die Pfeile, weißt du, so. Ist halt krass, dass du Munition brauchst. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir können ja mal in einen. Lass uns mal in den Vorderen reingehen. Ja, lass uns da rein. Es gibt nämlich irgendwo, gibt's, also, dass Level 2 und 3 auftaucht, ist eigentlich nach rechts, genau. Nach rechts, gut. Da sind Feinde, unten. Oh nein, hier töten sie schon alle. Da. Aber nur derjenige, der es tötet, oder? Kriegt hier. Ja, hier oben, direkt in die Vollen. Ich hab so einen Gürtel aufgesammelt. Minjas, ich hab uns einen Gürtel erbeutet. Komm hoch. Schlag einfach alles an. So, jetzt können wir hier nämlich einsammeln. Haha. Und ein Schild. Und Armor. Ich sammle einfach nur ein, okay? Sammel ein und du guckst dann mal, was du nicht brauchst, kannst du mir dann geben. Der andere rennt vor. Die rennen vor, Jolle. Ja, lass uns nach oben gehen. Lass uns nach oben. Lass uns lieber nach oben. Da kommt was. Da kommen Feinde. Jetzt kommen ganz viel. Hey, die hauen wir doch weg. Hier. Na los, komm. Yes. Da sind noch mehr Ringe. Hier kannst du alles aufnehmen. Armor und. Okay, du machst einfach, ich sammle auf. Genau. Okay, warte mal. Ja. Ich habe jetzt. Einen schlechten. Lassen sie töten, kommt. Die kommen hier hoch. Achso, okay, ich seh's nicht. Auch wieder so eine blöde Pflanze, ne? Ja. Die heilt sich wirklich. Ja, so. Geht auch. Jetzt hauen wir nochmal einen Trank rein, jetzt habe ich noch 4. Oh, die Wespe ist kacke. Welches Level hat die? 2. 2, aber irgendwie will die nicht sterben. Ja, die Igel sind auf jeden Fall schwächer. So, wir müssen uns mal einen ruhigen Punkt suchen. Wann willst du die? Na komm, die machen wir jetzt noch und dann gucken wir mal unser. Ich habe ganz viel gerade eingesammelt. Das ging hier so oben super sind noch. Oh, oh. Nein. Oh, Level 3. Na, die müsste doch. Komm, die ist doch jetzt. Die ist doch schon tot. Ach, guck mal, wie der sich durcharbeitet hier. So, wenn man noch einen Trank. Warte mal. Lass uns mal nach links gehen. So müssen gehen. Hier ist gut. Hier ist gut. Also, pass auf. Also einen schlechten Gürtel, Armor Class, Defense plus 1. Das ist eigentlich was für dich. Hier, nimm mal. Habe ich gar nichts im Gürtel. Du musst das noch akzeptieren. Habe ich. Wie war das? Schloss irgendwie so? Irgendwas klicken. So. Ich habe es noch nicht ganz kapiert, aber. Dann habe ich noch ein Schild. Das brauchen wir wahrscheinlich beide nicht, ne? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann einmal eine Lederrüstung. Light Combat wäre was für dich. Ich brauche. Ich habe aber Cotton Coat. Also, ich habe anscheinend nur Stoffrüstung als Schurke. Das können wir sowieso noch nicht anziehen, weil das ist Level 5. Das packe ich mal zur Seite. Aber hier links kommen wieder Gegner. Ich starte. Okay, mach mal. Oh, ich habe ein Cape, Minjas. Das muss ich nehmen. Ja, nimm das. Verändert sich der Charakter? Nee, oh, schade. Oh. Okay. Dann habe ich noch Handschuhe. Level up. Magst du Handschuhe haben? Nehme ich gerne, ja. Ich probiere es mal anzuziehen. Du kannst übrigens auch droppen. Du kannst es auch auf den Boden aufwerfen, dann kann ich es so aufsammeln. Ach so, close to you. Hier. Dann nimm das so, das ist doch easier. Das geht auf jeden Fall schneller, ja. Mhm. Also dann habe ich das Cape genommen und dann haben wir noch einmal Vitalitätsring und Willpower. Das brauchen wir beide nicht so wirklich, ne? Kann ich jetzt einen anziehen? Ich zieh mal einen an. Vitalität haben sie und beide. Das hier habe ich noch. Und halt das Schild. Das kann ich nicht anziehen. Also kannst du gerne dann verkaufen, weil du brauchst eh die Kohle wegen. Das kannst du nicht anziehen? Nein, das ist nicht meine Klasse. Ah, aber ist für meine. Na, dann ist ja gut. Aber das ist kein Unterschied, ne? Das war. Ja, gut, das kannst kann du nicht sehen, ne? Gut, kann ich verkaufen. Meine Rüstung hat noch Sockel. Sockel. Sehr gut. Wir sind auch schon am Ende einer Folge, mitten in der Instanz. Ja. Was? Aber es kommt ja eine neue Folge. Wir machen ja noch eine, glaube ich. Ach, ja. Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.